Und da unten ins Wasser springen. Wuhu! Das ist mega geil, gell? Jo, Mann. Freier Fall! Hey, oh Leute, herzlich willkommen zu Jungle Weaver. Yay, die vierte Folge. Wuhu, letzte Folge hatten wir schon eine neue, nämlich Davos HD. Und jetzt haben wir, den Color HD. Yay, erstmal zur Begrüßung töten. Nein, nein, nein. Halt, warte. Nein, nicht mit dem Schwert. Bam. Okay, Hammer Begrüßung auf jeden Fall. Wo bist du denn gespawnt wieder? Hier hinten, ich komme gerade. Okay, den Kalle, den habe ich durch mein Camp kennengelernt. Ist ein ziemlich cooler Typ auf jeden Fall. Ich würde euch empfehlen, die Folgen von ihm auch zu schauen, weil der stellt immer ziemlich viel Unsinn an und ist richtig cool drauf. Lass es jetzt mal bitte. Hallo, stopp jetzt. Halt, stopp. Jetzt rede ich. So, Kalle. Ja gut, mit dem Dschungelkönig, das klären wir alle noch zusammen, du bist ja auch in der Konfi und ja. Wir haben so gedacht, wir bauen uns so um den See rum und bauen uns da so eine richtig schöne Dschungel-City, eine Stadt aus Baumhäusern, whatever auf. Hier baut Tamster, unser Hamster, das ist unser Hamster mit den dicken Eiern, da hinten, da oben auf dem Berg baue ich. Aha. Und hier baut Alex, also extrem verzockt. Und dort hinten, ganz weit da hinten, wenn man dem Fluss da hinten folgt, baut der Daros. Und ich jetzt werde wahrscheinlich hier irgendwie bauen oder so. Direkt hier? Ja, hier okay. Werde ich wahrscheinlich bauen. Wichtige Regel, bau bitte die Bäume ganz ab, die du fällst. Und am besten die großen Bäume meistens stehen, also größtenteils stehen lassen, weil da die Baumhäuser drauf sollen und alles. Ah, soll ein Baumhaus bauen? Ja, du kannst auch was anderes bauen, aber es ist so halt, dass es in den Dschungel so mega geil reinpasst und so. Also, wenn du kein Baumhaus willst. Ich baue jetzt eine moderne Villa, weißt du? Ja, das passt ja natürlich nicht rein, Mann. Nee, das passt nicht rein. Wo ist übrigens dein Tarzan-Skin? Mein Tarzan-Skin? Mein Tarzan-Skin? Das war Spaß, ich habe auch keinen Tarzan-Skin. Ich wollte gerade sagen, du hast auch keinen. Du hast den Basti-Zock-Skin. Yay! Ey, ich freue mich. Das Projekt, das macht einfach so mega viel Spaß. Und sobald wir zu 17, das heißt im Moment sind wir zu 5, 2 Leute haben noch Platz. Und sobald wir zu 17, gibt es die Möglichkeit für einen Zuschauer noch ins Projekt reinzukommen. Wie genau das aussehen wird, werden wir aber noch nicht verraten. Gell, Kalle? Jo. Ich mach mal kurz den Vorhang vorm Fenster. Ja, wirst du geblendet von meiner Schönheit. Ja, er sagt nichts, also wird es so sein. Gut, ich wollte da unten weitermachen und ich brauche Eisen. Das heißt, ich gehe irgendwo gammeln, entweder bei Alex oder dort. Weil ich will da unten, ne? Guck da unten, da will ich einen Pool hinmachen, damit ich da immer reinspringen kann und nicht immer die Treppen runterlaufen muss. Da. Ja, wunderbar, der Kalista. Ich will ja auch was erkennen hier, ne? Ja, auf jeden Fall. Sonne macht immer auf meinen Bildschirmrand, blendet das immer ein bisschen drauf. Das ist extrem doof. Ja, weil der Bildschirm an sich ist ja, da gibt's ja kein Blenden, aber der Rand davon. Mhm, so, gut. Natürlich, Dschungelholz mag ich eigentlich gar nicht, aber... Stell dich nicht so an. Was hast du für ein Texture-Pack? Othercraft. Was für ein Teil? Othercraft. Was ist denn das? Othercraft. Das kenne ich gar nicht. Ja, musst du mal gucken. Othercraft. O-Z-O. Craft. Othercraft. Othercraft. Okay, das kenne ich wirklich nicht. So, ich gehe mal kurz... Mein Bett hat das mal benutzt. Das... Dann kenne ich es vielleicht. Dieses pixelige... Ist das auch nicht. Alter! Na, ein Monster? Ja, bei Thomas im Haus. Okay, da hat nur ein Eisen. Gut, dann gehen wir bei Alex gammeln. Wuhu! Ja, ich muss mal gucken, ich muss jetzt mal... So. Let's go. Hui, kommt man da irgendwie hoch? Oh nein, bitte nicht sterben. So, Karl, hast du schon irgendwelche konkreten Pläne? Alter. Ja, erstmal einen schnellen Unterschlupf bauen, damit ich nicht so schnell verrecke. Ja, ist auch mein Plan. Ah, ich hab ja schon einen Unterschlupf. Oh.
Witzbold. So, Alex hat bestimmt Eisen. Oh, der hat sogar einen Eimer. Ich krall mir den Eimer. Dann muss ich sein Eisen hier nicht verschwenden. So, ich will mir nämlich hier so einen kleinen, ich sag mal, Pool machen, damit ich nicht immer die Treppen runterlaufen muss. Aha. Sondern einfach dann das Nachfüllen immer wieder. Das fände ich praktischer. So, füllen wir das auf. Hui. Ui, wenn du irgendwas brauchst, also gut, ich habe selber noch nicht so viel. Ja, dann biete ich dir am besten gar nicht an. Was, mein Schwert ist im Arsch. Scheiße. Oh, ein Skelett. Wow. Nein. Nein. So, gut. Oh mein Gott, ich sehe es kommen. Die Folge werde ich noch irgendwie sterben. So. Hoffen wir doch mal, wa? Ja. Mal hoffen, wa? Wenn ich sterbe, gehst du drauf. Oh, danke. So. Aber mir ist noch kein Vieh, gar nichts. Ja, das ist Noob-Schutz, den haben wir extra eingestellt. Man wird in der ersten Nacht nicht angegriffen. Jawohl. Das war Spaß, den gibt's nämlich nicht. Wie willst du das bitte umsetzen? So. Ich höre wieder irgendwo ein Skelett. So. Oh, er hat dreimal auf Holz geklopft. Hab ich vorher eigentlich schon, aber... So, ey, wann füllt sich das selber auf? So, whoopsala. Und so. Skelett. Oh ja, jetzt hat's funktioniert. Nein, nicht ganz. So, machen wir so und so. Sehr geil. Jetzt habe ich hier so einen schönen Pool. Jetzt muss ich da oben die Blätter noch wegkloppen. Und dann können wir direkt unseren Sprungpool irgendwie austesten. Ne? So, sind es die Blätter, die stören? Nee. Jetzt sind die hier da hinten an der Seite. Werden wir das hier gleich mal testen. So, die müssen nämlich weg. So. Und, ach stimmt. Ich brauche auch schon mal alles frei. Oh, verdammt. So. Hast du schon so einen richtigen Plan, was du bauen willst? Ich baue mich jetzt hier unten in den Berg rein. Hui! Okay, gut, der Pool funktioniert. Den sollte ich noch ausleuchten. Das heißt, ich brauche Fackeln. Und oben sollte ich mir jetzt auch endlich so eine Art Haus bauen. Ich habe da auch schon die perfekte Idee so für ein cooles Haus, so ein cooles kleines Häuschen. Es wird hier so eine Art, ja, ich sag mal eine Art Palisade geben, wo dann hier 1-2 hoch ist, immer hier 1-2 und hier kommt Dschungelholz hin, das 2 hoch ist, so. So, und hier auch Dschungelholz, was 3 hoch ist, meine ich. So, dann kommt das hier nämlich weg. So. Ja, ich mache jetzt erstmal alles frei, damit ich hier einen schön abgeschnittene Stelle habe. So. Ich werde mir auch gleich erstmal eine Spitzhacke craften. Eine Schaufel. So, dann machen wir hier das hin. Warte mal. Wenn da Dschungelholz hinkommt, ja gut, das nach hinten können wir noch lassen, ne? Hier will ich auf jeden Fall erstmal so eine Art Abtrennung. Und das will ich dann auch dort haben. Das heißt, wir bauen das hier kurz ab. Oh nein, jetzt ist die Axt kaputt gegangen. Das findest du witzig. Wie jetzt? Ich schon, ne? So, kommt es hier hin. Kommt da Dschungelholz hin. Warte mal. Ich höre einen Zombie, der lauert hier irgendwo. Da kommt Dschungelholz hin und da kommt 1-2, so. Nein! What? Oleg! Alter, der war übel aggro. Der hat voll oft geschlagen hintereinander. Der mag dich nicht, Basti, der mag dich nicht, ne? Ja. Der kann dich nicht ab. Oh, da ist ein Ozelot. Das ist ein Zombie, der kann ich nicht ab. Halt die Fresse, Kalle. So. Ich muss mein Zeug wiederholen. Das war mein Vorarbeiter. Den hab ich geschickt. Dein Vorarbeiter. Ja. So. Freilich. Ja, freilich. Freilich. Den hab ich geschickt. Hab ich geschickt? Ja, hast du bestimmt. Oh, okay. Er ist wieder weg. Ein bisschen ärgern. Er hat sich wieder verpieselt. Oh, warte, ich rufe mal an. ich rufe mal an.
Harald, hopp, hinter wieder. Wie heißt er? Harald habe ich ihn jetzt mal genannt. Harald. Harald! Harald der Zombie! Oh nein, ein Auftragsmörder! Okay. Wollte der eigentlich nur einen Klaps auf den Arsch geben? Ach Mann. Ja, 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 Schwuchtel. So, eine neue Axt muss her. Die Kiste lassen wir da erstmal, bevor wir das Ganze umlagern. So, dann machen wir die einfach mal. Zwei hin. Pfeile. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach so, wir brauchen eine Axt. Schwupp. Und wupp. Es wird übrigens auch bald Livestreams geben. Kannst du Livestreamen, Kalle? Nee, das ist scheiße. Das ist, meine FPS sind zu weit, gehen zu weit runter. Ja, das ist ja echt scheiße. Und ohne FPS, Livestream scheiße und Internet ist auch nicht so toll. Naja. Naja. Armer Kacke, Kalle. So weit ist Kacke. Ich glaube, das liegt aber hauptsächlich auch an den FPS. Ja. Würde ich mal sagen, das ist eins der wichtigsten. Oh, das ist eine Spinne. Los, Spinne, töte ihn! Töte ihn! Spinne, ich glaube an dich, du kannst es schaffen! Hui, es war knapp, so. Dann hier. Wow, hab halt, hat die mich erschrocken. Alter, ich wollte eigentlich nur rausgehen und gucken, wo die ist, aber warum springt die runter? Yeah, nee, ey. Ja, ja. Oh. Das war jetzt meine Auftragsspinne. Aber ich bin nicht gestorben. Ja, ich dachte in der ersten Folge, wie gesagt, ja, hast du Noobschutz. Ja, ja. Ja, ist so. Hey, wake up. Wer hat dich angestürmt? Hey, wake up. Hey, wake up. Ach, Mann. Wer stürmt sich gerade ein? Leon. Hey, warum denn? Welcher Leon? Hier auf dem TS? Nein. Ah, okay. Auf dem anderen TS. Ja, auf meinem. Gut, sonst hätte ich ihn jetzt gebannt. Der hier bei uns auf dem TS ist. Mein anderer Developer. So, gut, jetzt haben wir hier so eine kleine Palisade. Obwohl ich mir Ruhe gesetzt habe, aber er ist ja mit Admin, also kann er das. So. So, dann. Ich baue mir hier oben so ein richtiges Paradies auf. So, soll. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich hier Koppelboden machen soll. Damit es hier so irgendwie cool aussieht, so befestigt, so ein bisschen. Oder ob ich das einfach so lassen soll. Mach mal so. Oh, aber es kann sein, dass man jetzt bei mir einen Hund noch nebenbei hört. Nee, ich höre den nicht. Nee, aber meine Aufnahme vielleicht. Mal schauen. Ah! Hat einen Hund gebellt. So. Das müssen wir alles hier auffüllen. Hast du Kohle? Ja. Kannst du mir ein bisschen was bringen? Komm und hol's dir. Oh nee, komm. Jeder Gang macht schlank. Ja eben, deswegen sage ich ja, komm und hol's dir. Ja, ich glaube, ich kann es besser gebrauchen, ne? Kalle dachte nämlich, ich bin fett. Nein. Doch. Moppelig, habe ich gesagt. Also. Ach, fett. Moppelig. Ja, ja, Kalle. Du kannst dich nicht mehr rausreden. Carlos sagte, er dachte, ich wäre fett. Aber ich bin doch nicht fett, oder? Nein, ich dachte, du wärst. Ich hab dich so ein bisschen kleiner und moppelig eingeschätzt. So. Ja. Ich bin dick. Real. Dicker Basti. Wo gehst du hin? Ich will kurz gucken, ob hier oben eine Werkbank ist. Ja, ja, bei mir ist doch auch eine. Jetzt komm. Ja, ich brauche mal was zu essen, um damit hochzukommen. Ja komm, stell dich nicht an. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal so ein paar Eier. Ich finde, wir sollten irgendwo dann eine Hühnerfarm bauen. Irgendwo so eine Art Farmgelände. Eier habe ich auch. Was extrem geil wäre, wenn wir oben auf einem Baum eine Kuh hochbringen. Wir müssten die Lianen hochschieben. Ey, das wäre sogar möglich. Hey, du hast sogar schon einen schönen Weg. Ja, habe ich alles in der letzten Folge gebaut. Und von hier oben kann man dann auch, also von ganz, ganz oben, wenn man ganz oben ist, muss hier alles noch so ein bisschen ausbauen. Ich will nämlich so ein richtig cooles Robinson Crusoe Baumhaus machen. Bist du denn jetzt schon wieder? Whatever. Warte, ich komm runter. Warte.
Hier. Reicht das? Ja, das reicht erstmal für ein paar Fackeln. Guck. Komm, geh hier hoch. Ganz hoch. Ich hab einfach ich den. Einfach. Ich hab einfach. Ich hab einfach den besten Platz hier. Du hast einfach alles im Überblick und da unten ins Wasser springen. Wuhu! Das ist mega geil, gell? Jo, Mann. Freier Fall! Hey! So. Kalle? Ah! Yay! Yeah! Sieg! Ich sammle nichts ein. Oh, alles wieder eingesammelt. Der Kalle kommt! Was? So, das 26 FPS? Das Zeug liegt alles da. Was? Warum hab ich so wenig FPS? Ja, weil du gerade wieder gestorben bist und alles wieder laden musst. Oh, geil! Das ist auch eine coole Idee. So eine Piratenhöhle oder was weiß ich, was du da baust. Aber da bin ich ja mal gespannt, was du da noch draus machst. Da bin ich ja mal echt gespannt. Das ist eine richtig coole Idee, muss ich sagen. Da kommt mein Haus hin. Das ist mein Haus. Ich baue jetzt in den Berg rein. Ja, das ist übel geil. In meinem Wohnzimmer werde ich dann nach oben bauen, so ein Lichtfang, weißt du, von oben. Dann mache ich Glas rein und dann kommt von oben so Licht rein und so. Das ist mega geil. Das heißt, von außen sieht es Dschungel aus und innen drin wird es etwas modernlicher. Okay. Was ich mir auch noch so gedacht habe, also einfach jetzt unabhängig davon. Wo hast du das überhin verteilt? Ich stand da hinten. Egal. Also dass wir alles so mithelfen, so einen Weg rund um den Dschungel, also um den See machen. Also ich habe vor, hier eine Brücke rüber zu machen. Zum Joggen, ne? Ja, genau, zum Joggen, damit die Kilos purzeln, gell, Kalle? Ja, also. Oh Mann, der Baum hier ist nicht richtig gefällt. Tamster war wieder am Werk. Dem müssen wir ein How-To machen. Wie fällt man richtig Bäume? Der kann das nämlich nicht. So. Ey, warum geht der jetzt nicht da hoch? Hä? Was willst du da oben? Ah, so. Er ist nicht auf das auf den Sand hochgesprungen, vom Wasser aus. Also meinen Manny kicken. So. Ich farme gerade ein bisschen Holz. Ich habe mir auch gedacht, entweder unterirdisch oder so werde ich sowas anlegen, wo man Bäume farmen kann, also so Dschungelholz. Weil hier oben würde ich schon gern die Natur so ein bisschen erhalten. Ich fälle auch nur die 1x1 Bäume. Ja. Also die einen Block breit sind. Ja. So. Oh. Weil dieses Robinson Crusoe Feeling, ich weiß nicht, ich mag das einfach, das ist einfach geil. Und es ich habe schon, also Survival so im Dschungel gespielt habe ich noch nie und ich habe einfach gedacht, YOLO, mein Camp ist vorbei, jetzt lass Jungle Fever anfangen. Und es gefällt den Zuschauern megamäßig, es gefällt den Teilnehmern megamäßig. Das Witzige ist, die neue Staffel von Mein Camp spielt im Dschungel. Ja. Ja, mega geil. Witzig. Vielleicht kann ich da ja nicht dabei sein. Warum? Weil ich entweder, also abwechselnd würde ich es machen. Sowieso nach Jungle Fever, wenn dann. Ja, nee, es geht nicht um Jungle Fever, es geht um das Battle. Also wann ist denn das? Heute wird aufgenommen und circa in einem Monat erst hochgeladen. Ich würde die zweite Staffel Mein Camp pausieren. Und dann in der dritten wieder dabei sein. Wir werden es ja sehen, weil guck mal, sind ja noch andere YouTuber, die wir dabei haben wollen. Und die können ja auch nicht immer, du weißt ja, wen ich meine. Ja, genau. Genau, und ich meine, diese Person hat ja auch Projekte, ne? Ja, eben, du hast nur gesagt, du willst die so schnell wie möglich hintereinander machen. Nee, hab ich doch keinen Bock. Also 2-3 Monate warten auf jeden Fall noch. Okay, das finde ich gut. Dann wäre ich nämlich dabei. Das macht auch noch mehr Lust darauf dann wieder. Erstmal sollen die Leute wir haben ja jetzt erstmal die Männer-Wiki und jetzt Jungle Fever auch noch, habe ich ja mit. Ja, ich weiß. Und da sollen die Zuschauer finden Männer-Wiki auch richtig geil und mal gucken, wie sie Jungle Fever nehmen. Also gutes Feedback bekommen, die freuen sich auf jeden Fall auf beides. Okay. Ja. Sehr geil. Bin ich mal gespannt. Ja, und wir werden alles so aufnehmen. Also du hast ja die Konfi, da kannst du mal die Leute, also Tams, da kennst du ja zum Beispiel nicht. Nee, die kenne ich nicht. Ich glaube, in dem werde ich mal zusammen aufnehmen. Ja, eben. Der ist auf jeden Fall richtig cool. Musst du da mal auf dem Kanal vorbeischauen. Das ist der Hamster mit den dicken Eiern.
Okay. Ein richtig cooles Kanalbild. Musst du dir einfach angucken. Haben es mit dicken Eiern bestimmt. Ja. Das ist richtig geil. Und Daros ist ja dabei, den kennst du. Und ja, den kenn ich, ja. Ich fände es halt cool, so, wenn man so viele verschiedenen, also wir können auch zu 10 aufnehmen, was weiß ich. Und deswegen macht mir das Projekt auch Spaß. Ich meine, würde ich das Projekt nicht als Aufnahmeprojekt haben, würde ich das auch privat spielen und ja. Und das mit dem Dschungelkönig, wir bauen den Dschungeltempel hier aus und dann wird irgendwann bald ein Dschungelkönig gewählt werden. Und dann können wir da auch ziemlich viel Quatsch mitmachen. Und ich freue mich einfach megamäßig drauf. Oh, hoffentlich werde ich der Dschungelkönig. Dazu müssen wir erstmal Zuckerrohr finden, ne? Und einen Amboss herstellen. Weil, ja, für Stimmzettel, wir werden nichts hercheaten hier. Ach so. Ja. Lass doch auch die Zuschauer mitentscheiden. Das wäre auch eine gute Sache. Das wäre natürlich auch eine Idee. Das wäre auch eine gute Sache, so dass die Zuschauer... Da müsste man sich was einfallen lassen. Das können wir in den nächsten Videos uns überlegen und sagen und so. Und ich würde sagen... Wenn man ein Video macht und die ganzen Stimmen werden dann alle aufgeschrieben und die werden dann zusammengezählt und wer die meisten Stimmen hat, wird Dschungelkönig. Mal gucken, wie wir das machen, werden wir sehen. Und wir werden das erst machen, wenn das Projekt voll ist. Das heißt, wenn erst die 8 Slots voll sind. Das heißt nicht, dass dann keine mehr aufgenommen werden. Ich kann die Slots noch erhöhen. Aber bei 8 Leuten würde ich sagen, ist erstmal die erste Wahl zum Dschungelkönig. Dann hat auch jeder schon seine Butze und dann kann jeder hier sich kräftig ins Zeug legen, eine richtig coole Dschungelstadt zu bauen. Ja. Und ich würde jetzt sagen, das war's mit der Folge. Was schon? Ja, wie lange haben wir denn? Weiß es nicht. Ich gucke. 22 Minuten. Ja, also, und ich würde sagen, schaut bei dem neuen der Color D vorbei. Ist ein richtig cooler Typ. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Außerin. Oh mein Gott, du hast das Video zu Ende geschaut. Wie geil, es gibt erstmal von mir einen Daumen nach hoch für dich. Auf jeden Fall hier herzlich willkommen auf der Endcard. Du kannst jetzt nun auswählen, ob du dieses Video schauen möchtest, das da, oder ob du das da schauen möchtest. Wenn du dich überraschen lassen möchtest, dann kannst du hier auf das Fragezeichen klicken, da in der Mitte. Ansonsten würde ich sagen, hört auf den Spruch da unten Beschreibung lesen. Ich hoffe, du kannst lesen. Dann schau doch einfach mal in die Beschreibung. Check meine Social Media Sachen aus. Facebook, Twitter, AskFM, whatever. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben. Und dann würde ich einfach mal sagen, schalt das nächste Mal auch wieder rein. Du bist geil und bis zum nächsten Mal.